Wenn es um die Griechenland-Krise geht, dann geht es immer um Hilfspakete und es wird ja derzeit wieder vorbereitet. Auch im Bundestag wird abgestimmt. Da wird es sicher wieder einige Abweichler geben und dann die Frage, sollen wir weiterhin Griechenland helfen? Und dann entsteht der Eindruck, Deutschland hilft Griechenland und wir sind die Verlierer. Dass wir die Gewinner sind der Griechenland-Krise, sagt zumindest Ingo Arzt. Er ist Redakteur für Wirtschaft und Umwelt für die Tageszeitung taz und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Arzt. Schönen guten Morgen. Grüße Sie. Wieso ist denn Deutschland Gewinner der Griechenland-Krise? Nun, das liegt an den Zinszahlungen. Sie können sich ja ausrechnen, dass seit Beginn der, ich sag mal, nicht nur Griechenland-Krise, sondern der großen Krisenperiode im Jahr 2007, als es in den USA losging, sich dann auf die Eurozone ausgebreitet hat und in diesem Strudel auch Griechenland ins Strudeln geraten ist. Seither sind Zinsen für Deutschland massiv in den Keller gegangen, weil Deutschland als sicherer Hafen für Geldanlagen gilt. Und das führt dazu, dass der deutsche Staat wahnsinnig viel Geld spart, weil er sich immer billiger verschulden kann. Und wenn man sich das ausrechnet, gibt es unterschiedliche Zahlen. Die Bundesbank kommt auf 140 Milliarden Euro Einsparung bis heute. Und kürzlich hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ausgerechnet, dass allein der Bundeshaushalt, also nicht Bund, Länder und Gemeinden zusammen, sondern allein der Bundeshaushalt 100 Milliarden seither gespart hat. Deswegen kann man verkürzt sagen, Deutschland ist Gewinner der Griechenland-Krise, auch wenn es natürlich nicht nur eine Griechenland-Krise ist, sondern eine größere Krise war und ist. Unglaubliche 100 Milliarden, das ist ja richtig viel Geld, wenn man das ins Verhältnis setzt. Dann wird in diesem Zusammenhang ja dann immer von Hilfspaketen gesprochen. Müsste man nicht eigentlich korrekterweise sagen, dass es Kredite sind? Ja, also das Wort Hilfspaket, haben Sie recht, ist extrem irreführend, weil wenn Sie jetzt anschauen, was da nach Griechenland fließt, es sind zunächst mal alles Kredite, deren Rückzahlung allerdings so in die Zukunft gestreckt ist, im Moment 32 Jahre, dass man schon fast von tatsächlichen Hilfszahlungen reden kann. Wer weiß, ob das Geld in 32 Jahren zurückgezahlt wird, also bis in 32 Jahren dann vollständig. Was aber absolut irreführend ist, ist der Begriff Hilfspaket gegenwärtig, denn diese 86 Milliarden, die da gerade diskutiert werden, die fließen ja nicht nach Griechenland, sondern ein Großteil des Ganzen wird dafür eingesetzt, von anderen Institutionen die Schulden abzulösen. Also beispielsweise die Europäische Zentralbank bekommt Geld von Griechenland. Darum, da ist wiederum die deutsche Bundesregierung mit im Boot bei diesen Geldern der Europäischen Zentralbank. Und diese Schulden werden jetzt abgelöst durch Kredite aus einer anderen europäischen Institution. Das heißt, mit einem Teil des Geldes löst Deutschland seine eigenen Kredite ab. Weiteres Geld fließt an den Internationalen Währungsfonds, wo Deutschland auch wieder mit im Boot ist. Also das ist ein Umschuldungspaket, aber kein Hilfspaket. Es ist also schwierig für Griechenland wieder auf die Beine zu kommen? Ja, das sicherlich. Das liegt natürlich daran, dass durch das ganze Hickhack in den letzten Monaten die griechische Wirtschaft extrem eingebrochen ist. Und natürlich die große Frage ist, wie wird es wieder Wirtschaftswachstum geben? Wie kommen diese Millionen von auch jungen Leuten, die da jetzt auch mal arbeitslos sind, über 50% Jugendarbeitslosigkeit, wie können die wieder Arbeit finden? Wie geht es da in Griechenland wieder voran? Ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie mal klar macht, die bleiben im Euro, dann kommt da auch wieder Ruhe rein, dann kommt da Stabilität rein, dann kommt auch viel Geld wieder zurück ins Land, dann könnte da schon was passieren. Das ist jetzt gerade die Spekulation auf die Zukunft, die natürlich auch die anderen Euro-Staaten gerade eingehen. Sie sagen, es gibt eine Krise, eine Euro-Krise seit 2007. Die Finanzkrise, die ja 2007, 2008 losging, die war nie vorbei? Könnte man so sagen. Also im Moment sind natürlich die Finanzmärkte beruhigt. Der DAX ist auf einem absoluten Höhenflug, aber es gibt natürlich erste Ökonomen, die warnen, dass das die nächste große Blase ist. Die Frage ist, wenn Sie sich die öffentliche Verschuldung anschauen, die seither aufgelaufen ist, seit dieser großen Wirtschafts- und Finanzkrise, die ja 2007, 2008 losging, da sind viele Staaten heute massiv verschuldet. Und die Frage, ob diese Staaten irgendwann in Schieflage geraten und wir dann die nächste große Krise haben, nur diesmal eben keine Finanzmarktkrise, sondern eine Staatsschuldenkrise, die ist offen und es ist durchaus möglich. Nun spricht ja auch Ihre Kollegin Ulrike Herrmann auch von einem Schuldenschnitt. Die sagen also, das Geld ist irgendwie weg, sagt sie. Das klingt jetzt einfach, so einfach sicher nicht ganz, aber dass man davon ausgehen muss, dass das Geld weg ist und dass man den Griechen die Schulden erlassen muss und damit die irgendwie wieder auf die Beine kommen. Ist das jetzt schon eine Art Schuldenerlass oder Schuldenschnitt? Da darf nur nicht so genannt werden oder wie würden Sie die Situation im Moment einschätzen?
Also momentan ist allen klar, dem IWF und auch den Europäern, dass das, was da an Schulden aufgelaufen ist von den Griechen, in der Form nicht zurückgezahlt werden kann. Im Moment spricht man davon, dass Griechenland bald Schulden in der doppelten Höhe seiner Wirtschaftsleistung haben wird. Wohlgemerkt, die absolute Höhe der griechischen Schulden ist gar nicht angestiegen. Die haben immer noch genauso viel Schulden wie vor 3 Jahren, nur ist die Wirtschaft zusammengefallen, was dazu führt, dass also die relative Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung massiv angestiegen ist. Die liegt bald bei 200% und das gilt bei allen Institutionen und Experten als eine Höhe, die kein Staat der Welt zurückzahlen kann. Deswegen muss man da einen Schuldenschnitt machen. Jetzt die Euro-Gruppe, die Europäer, allen voran Schäuble, die wollen das nicht, also die deutsche Bundesregierung. Und die werden das jetzt wahrscheinlich so lösen, dass sie einfach die Rückzahlfristen für die griechischen Kredite so lang in die Zukunft schieben. Im Moment, wie gesagt, 32 Jahre, also in 32 Jahren soll dann alles zurückgezahlt sein. Jetzt spricht man davon, das vielleicht auf 60 Jahre auszudehnen. Da leben wir alle nicht mehr. Und also wenn Sie heute jemand Geld leihen und sagen, zahl es mir bis in 60 Jahren zurück, dann können Sie es ihm auch gleich schenken. Also das ist nichts anderes als ein verkappter Schuldenschnitt, was da diskutiert wird. Nur die deutsche Bundesregierung will es nicht so nennen. Mhm. Die deutsche Erfolgsgeschichte scheint ja so zu sein, dass man die Löhne senkt und viel exportiert. Wenn das alle anderen Euro-Staaten machen würden, würde das System nicht mehr funktionieren? Naja, wenn alle die Löhne senken, dann haben wir einfach einen allgemeinen Abfall der Lebensgrundlage von breiten Teilen der Bevölkerung. Also das heißt, wenn wir eine Eurozone haben, die im Moment so ein bisschen von einem Wettbewerb der Staaten um die niedrigsten Sozialstandards funktioniert, dann ist das eine falsche Europäische Union. Wenn man sich jetzt überlegt, was in Zukunft kommen muss, es gibt da Überlegungen, so eine Art europäische Sozialversicherung einzuführen, wo es dann auch Transferzahlungen von den Reichen in die arme Länder gibt. Sowas braucht man in Zukunft sicherlich, um da irgendwie Stabilität reinzukriegen und dieses wechselseitige Lohndumping, dieses wir müssen wettbewerbsfähiger werden und deswegen alle Sozialleistungen abbauen, da muss man irgendwie rauskommen, das muss man irgendwie durchbrechen. Mhm. Da scheint ja die gesellschaftliche Stimmung zumindest in Deutschland nicht so zu sein. Da geht es eher um nationalstaatliche Interessen. Dass Deutschland gut dasteht, die europäische Idee, die scheint ja da nicht so verwurzelt zu sein, habe ich das Gefühl in der politischen Debatte. Da würde ich Ihnen teilweise recht geben. Also es gibt, ich glaube sicherlich ein großes Problem in Deutschland ist gerade, dass die Deutschen so denken, wir haben hier fleißig gearbeitet in den letzten Jahren, wir haben unseren Laden aufgeräumt und stehen deswegen so gut da. Das ist eigentlich unser Verdienst und deswegen, und die anderen wollen uns irgendwie sowas wegnehmen, irgendwie ein Hilfspaket, die liegen da so faul im Süden rum. Das ist natürlich faktisch totaler Quatsch, auch wenn es von den deutschen Boulevardmedien, allen voran der Bild-Zeitung, natürlich ständig bedient wird. Also man kann sich Statistiken angucken, dass die Griechen mehr und länger arbeiten als wir Deutschen und auch die Italiener. Wir haben im Moment einfach das Glück, dass wir begünstigt sind in Deutschland, weil uns die Kapitalmärkte vertrauen, weil, wie anfangs erwähnt, die Zinsen für uns extrem niedrig sind. Deswegen geht es unserem Staatshaushalt gut, deswegen geht es unserer Wirtschaft gut, weil auch die Unternehmen profitieren von niedrigen Zinsen. Natürlich ist die deutsche Wirtschaft auch stark, allerdings ist sie eben auch begünstigt von den Bedingungen. Niedriger Ölpreis kommt uns auch entgegen. Das heißt, alle externen Faktoren sprechen gerade für Deutschland und das ist nicht unser Verdienst. Das ist quasi ganz viel von externen, ganz viele äußere Dinge. Jetzt klingelt hier mein Wecker. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass das auch sich wieder gegen Deutschland wenden kann und dass wir vielleicht auch irgendwann auf Solidarität der Europäer angewiesen sein könnten in Zukunft. Das heißt, die Party in Deutschland könnte irgendwann mal vorbei sein oder zumindest abebben? Durchaus, ja, auf jeden Fall. Und das heißt, das müsste eigentlich eine neue europäische Idee von Solidargemeinschaft und Transferunion gedacht werden? Das wäre mein Traum von Europäischer Union, dass man sowas einführt. Man muss natürlich auch, die Diskussion ist wahnsinnig komplex, weil wenn Sie jetzt sagen, okay, man macht so eine Art europäischen Staat und alles wird dann in Brüssel entschieden, dann ist natürlich die Frage, will man das jetzt auch, dass dann Brüssel komplett die Europäische Union steuert oder will man nicht auch weiterhin Kompetenzen bei Nationalstaaten? Aber was man auf jeden Fall braucht, ist, mehr Idee von, in Deutschland haben wir es immer soziale Marktwirtschaft genannt und das Sozial fehlt in Europa. Also mit Milliardentransfers nach Griechenland, die hauptsächlich zur Schuldenablösung von Privatinvestoren und Rekapitalisierung von Banken eingesetzt werden, diese Milliarden, hat nichts mit Solidarität zu tun. Das ist Geld zur Aufrechterhaltung des europäischen Marktes und wir brauchen Geld für ein Sozialsystem in Europa.
sagt Ingo Arzt von der Taz, Tageszeitung Die Taz. Er ist Redakteur für Wirtschaft und Umwelt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Tschüss.